Ist der Thailand-Urlaub wirklich teurer geworden? Hallo Leute, das ist der Mario aus dem wunderschönen Thailand und im heutigen Video geht es um Urlaub. Man hört immer wieder, es gibt auch diverse Videos zu diesem Thema bereits und Meinungen, dass Thailand teurer wurde. Und jetzt geht es hier nicht um das Leben im Allgemeinen in Thailand, das ist eine andere Geschichte, weil da gibt es bestimmt diverse Bereiche, wo es etwas teurer wurde, vor allem auch im Bereich Immobilien, also auch dort nicht in allen Bereichen, aber das schauen wir uns dann sonst mal in einem separaten Video an. In diesem Video geht es jetzt wirklich nur um einen Urlaub in Thailand oder eben eine Reise nach Thailand. Ja, es schlägt keine Ziege weg, dass in gewissen Bereichen auch in Thailand die Preise angestiegen sind, jedoch wirklich im kleinsten Bereich. Ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen damit verbracht, zu schauen, was die Leute so schreiben oder sagen, die behaupten, Thailand sei teurer geworden für Urlauber. Ich habe dann auch ein bisschen geschaut, habe aber nicht wirklich im Vergleich zu vor Covid Unterschiede gefunden, dass man jetzt wirklich sagen kann, doch, das Leben hier oder beziehungsweise der Urlaub hier ist teurer geworden. Ich habe Flugpreise verglichen. Flugpreise, wenn wir jetzt zurückschauen, die letzten 30 Tage konnte man nach Thailand reisen, hin und zurück, Flug für 350 Euro war so plus minus das günstigste, was ich gefunden habe aus Deutschland, und aus der Schweiz auch für 450 Franken konnte man hin und zurück fliegen. Also solch tiefe Preise im Flugverkehr hatten wir, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Klar, es gab auch mal eine Zeit, wo die Preise so tief waren. Ja, bei solchen Flugpreisen kann man wirklich nicht von teuer sprechen. Und die sind teilweise ja sogar günstiger als Flüge innerhalb von Europa. Was ich aber vermute, ist das, und das wird dann auch bei den folgenden Punkten so sein, dass halt viele Leute einfach nicht wissen, wo man suchen muss, wo findet man denn die günstigen Flüge. Ist natürlich klar, wenn ich auf die Seite gehe, einer Fluggesellschaft, dann haben die dort die Listenpreise und dann kriegt man vielleicht auch ab und zu mal einen guten Deal, aber es gibt ja da die ganzen Internetsuchmaschinen, Flugsuchmaschinen, und dort werden dann nicht immer mit einem Direktflug, manchmal auch, oder Nonstopflug, manchmal auch mit einem Zwischenstopp, aber dort kriegt man eben doch auch sehr, sehr günstige Flüge. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, auch bei den Hotels. Thailand ist zurzeit, was Hotels angeht, so günstig wie noch nie. Man kriegt natürlich auch aufgrund von Covid, der schlechten Wirtschaftslage, sehr gute Hoteldeals. Dazu verwende ich jetzt hauptsächlich Agoda, wenn ich in Thailand bin. Es gibt aber auch diverse andere Apps, die man verwenden kann, oder Internetseiten. Und da sieht man ja schon, wenn man dort reingeht, dass teilweise 4-5-Sterne-Hotel bis zu 80% oder 85% Preisreduktion haben. Also aktuell kann ich hier für 30 Euro in ein 4- oder 5-Sterne-Hotel. Ja, Flug und Hotel hatten wir bereits, das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt kommen aber auch noch die Transportkosten. Und natürlich auch das ganze Einreisezeugs da mit Covid und, Thailandpass etc. Das ist das Einzige, was etwas teurer oder die Reise etwas teurer macht. Auch aktuell, ja, nicht mehr wirklich, nur noch für Nicht-Geimpfte, die noch einen PCR-Test hochladen müssen, also einen negativen Vorabreise, der kostet noch Geld. Aber ansonsten kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch da nicht mehr groß sagen, dass es hier noch haufenweise zusätzliche Kosten gibt, vor allem für vollständig Geimpfte nicht, die können ja einfach einreisen und sich komplett frei bewegen. Und Transportkosten, die sind in den letzten Monaten auch recht runtergegangen, also man kriegt zum Beispiel bereits für 1800 Baht einen Transfer mit einem Taxi vom Flughafen nach Hua Hin, das ist eine 4-stündige Fahrt. Also wenn es wirklich sehr, sehr gut läuft, eine 3-stündige, aber in der Regel ist es eine 4-stündige Fahrt, und für die bezahlt man aktuell 1800 Baht, wenn man ein bisschen schaut. Es gibt auch Leute, die kriegen eine Fahrt für 1500, andere wiederum bezahlen 2500.
Dasselbe geht auch in Richtung Pattaya. Dort werden die Transporte noch viel, viel günstiger sein. Auch die ganzen Busgesellschaften sind wieder in Betrieb. VIP-Busse vom Flughafen an die verschiedenen Orte kann man nach wie vor sehr günstig reisen oder auch ins Zentrum rein, direkt vom Flughafen. Wenn wir jetzt das Ganze mit Bangkok anschauen, auch da die Metro und der Skytrain absolut kein Problem. Und auch in den anderen Touristenorten wie Phuket, Samui wird das kein Problem sein, wenn man ein bisschen schaut oder vielleicht auch jemanden fragt, der sich vor Ort etwas auskennt. Dann ein weiterer Punkt, den auch viele vergessen: Visa. In der Vergangenheit war es so, für diejenigen, die ein Visa beantragen oder ein Visum, die mussten ja, klar, die meisten reisen für einen Urlaub ohne Visum ein. Für uns, also Leute aus Dach, gibt es ja die visafreie Einreise, kannst 30 Tage bleiben und in Thailand noch um 30 Tage verlängern. Aber für diejenigen, die jetzt länger bleiben wollen und ein Visa beantragen, die mussten früher oftmals in ihrem Herkunftsland zur Botschaft, zur thailändischen Botschaft, und dort den Reisepass abgeben. Manchmal ging es auch per Post, aber nicht überall. Viele mussten auch, vor allem für Non-Immigrant-Visa, mussten die bei der Botschaft erscheinen. Langer Anreiseweg, kostet Geld etc. Ist auch nicht mehr so, außer in ganz wenigen Ausnahmefällen. Aber Thailand hat das E-Visa-System eingeführt, kann man ja jetzt neu online beantragen. Das Visa, man lädt die Dokumente hoch und wenn alles erledigt, kriegt man dann auch ein Visa, ohne dass man in der Regel zur Botschaft fahren muss. Lebensmittel in Thailand nach wie vor extrem günstig. Da gibt es auch, wie in der Vergangenheit, eine riesige Preisspanne. Man kann, wenn man zum Beispiel am Strand Promenade und so ist, etwas mehr bezahlen. Das ist klar, doch kostet das Essen mehr. Diejenigen, die etwas aufs Geld schauen müssen, die gehen einfach 2-3 Straßenzüge weiter hinten essen oder halt bei den Straßenküchen. Ihr werdet sehen, da sind die Preisunterschiede riesig. Und auch jetzt, also seit ich hier bin, ich kriege hier bei mir ein Curry, ein Thai-Curry mit Reis, Hähnchen für 2 Euro. Und an den Touristenorten dann vielleicht 3, 4 bis 5 Euro, wie auch immer. Aber da kann man wirklich nach wie vor sehr, sehr günstig essen. Und auch Sehenswürdigkeiten anschauen, auch da sind die Preise nicht wirklich gestiegen. Durch das, dass viele Leute keine Arbeit haben in Thailand, kriegt man auch relativ schnell und günstig einen Tourguide, der einen zum Beispiel auch ein bisschen herumfährt. Wäre jetzt auch so eine Option. Wenn jetzt jemand in Hua Hin ist, wie ich es jetzt gerade bin, und ich hätte Bock, nach Bangkok zu fahren und dort ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen, dann kriegt man hier einen Fahrer und dann sagt man dem, ja, ich möchte gerne zum Königspalast, ich möchte gerne zur Khao San Road und vielleicht dann noch ein bisschen shoppen im Siam Paragon, und dann macht man einen Betrag aus und der Fahrer bringt einen an diese verschiedenen Standorte. Man schaut sich das an, shoppt ein bisschen und dann am Abend geht es wieder zurück. Und auch das kriegt man für sehr wenig Dineros. Die einzigen, die jetzt vielleicht sagen, ja, Thailand ist noch etwas teurer geworden, sind die, die oft in die Bars gehen. So viele Happy Hour wie noch vor Covid gibt es zurzeit nicht. Da sind die Preise schon 10 Baht höher pro Bier. Und das kann man natürlich kaum verkraften. Das sind, glaube ich, etwa 30 Euro Cent, die man jetzt mehr bezahlt. Das schmerzt halt schon. Aber nee, Spaß ist natürlich, ich glaube, das kann jeder von euch verkraften. Was ich noch sagen wollte, einen Punkt habe ich noch vergessen. Und zwar, es will ja nicht jeder in ein Hotel. Es gibt auch Leute, die mieten sich ein Apartment. Und auch da die Preise komplett im Keller, was die Mieten angehen. Bei Häusern haben sie etwas angezogen, kommt ein bisschen auf die Lage an, aber bei Apartments, da ist es nach wie vor so, dass man locker für 300 Euro im Monat ein Zimmer findet, in einem Neubau oder in einem sehr modernen Apartment-Building mit Swimmingpool, mit Fitnesscenter und Security und auch in Strandnähe. Da muss man ein bisschen schauen im Internet, da gibt es diverse Seiten, wo man das finden kann. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht.
Und ja, abschließend würde ich sagen, und da würde mich auch eure Meinung interessieren, ist es wirklich so, dass Thailand teurer wurde? Oder sagt man das halt oft einfach, weil man vielleicht zu Hause weniger verdient oder weniger bekommt? Aber hier in Thailand habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier wesentlich mehr bezahlen. Ein bisschen ist schon der Preis hoch, auch im Treibstoffbereich aufgrund des Krieges. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was aktuell den Touristen oder den Thailand-Reisenden betrifft. Denn die Transportkosten auch im Flugverkehr, die sind aktuell noch sehr stabil bzw. sehr günstig. Wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bis dann. Grüße aus meiner Sicht noch sehr günstigen Thailand.